Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du in Fusion 360 eine Konstruktion in eine andere einfügen kannst. Und zwar so, dass die beiden entweder in Verbindung bleiben oder dass die eingefügte Konstruktion ab dann für sich alleine steht. Das geht ganz einfach und ich zeige dir gleich, wie es geht. Ich habe hier jetzt meinen Kran und wenn du jetzt in den letzten Videos mitgemacht hast, dann müsstest du jetzt zuletzt auch ein Schnurlaufrad konstruiert haben. Ich öffne hier mal mein Projekt und da habe ich verschiedene Varianten und jetzt möchte ich dieses Schnurlaufrad hier in die Krankonstruktion einfügen. Dazu mache ich einfach hier einen Rechtsklick und klicke in aktuelle Konstruktion einfügen. Jetzt wird das Ganze hier unten an den Ursprung gelegt und ich kriege die üblichen Anfasser hier, mit denen ich das Ganze bewegen kann. Jetzt muss ich es natürlich erstmal da rausholen, weil es gerade mit den anderen Bauteilen überschneidet. Jetzt nehme ich also mal diesen Pfeil und ziehe es hier raus. Und dann nehme ich diesen Anfasser und drehe das Ganze senkrecht. Und jetzt könnte ich natürlich noch das Rad weiter platzieren. Am Schluss möchte ich es sehr wahrscheinlich auf eine dieser Achsen platzieren, aber das ist jetzt im Moment mal nicht so wichtig. Ich klicke jetzt einfach mal OK, damit ich es hier habe. Und jetzt gibt es noch ein paar Dinge zu beachten. Du siehst jetzt, dass dieses Rad hier als neue Komponente in die Konstruktion eingefügt wurde. Hier vorne gibt es allerdings dieses Kettengliedzeichen, also ein Linkzeichen. Und das bedeutet, dass das eingefügte Rad immer noch mit dem Originalrad verbunden ist. Das heißt also, wenn ich das Originalrad ändere, ändert sich auch das eingefügte Rad. Ich kann dir das jetzt gerade mal zeigen. Wie du siehst, habe ich hier an diesem Rad so eine schräge Fläche, eine sogenannte Phase. Die ist hier drüben, habe ich die kürzlich eingefügt. Und jetzt mache ich die hier mal wieder rückgängig, sodass das wieder ein rechter Winkel ist von der Fläche und speichere hier. Und wenn ich nun zurückgehe, dann sieht man hier so ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, die Komponente ist veraltet. Das heißt, Fusion hat festgestellt, dass die Originalkomponente sich geändert hat. Und wenn ich das jetzt aktualisieren möchte, dann klicke ich hier mit der rechten Maustaste drauf und sage aktuelle Version abrufen. Und jetzt ist diese Phase hier auch weg. Das heißt, ich kann auf diese Art Komponenten einfügen oder sie auch zunächst mal wie dieses Rad in einer eigenen Konstruktion entwerfen, um sie dann einzufügen und die beiden in Verbindung lassen. Manchmal möchte ich aber auch, dass die beiden nicht in Verbindung bleiben, sondern dass ich das Original verändern kann, ohne dass sich das auswirkt. Dann kann ich hier auch wieder einen Rechtsklick machen und Verknüpfung lösen auswählen. Dann ist jetzt dieser Link hier weg und jetzt kann ich also die Originalkomponente verändern, ohne dass sich das hier auswirkt. Das ist ein ziemlich praktischer Weg, wie ich gerade in komplizierteren Konstruktionen Einzelteile woanders entwerfen kann und sie dann zusammenfügen, denn manchmal kann es sonst in einer Konstruktion etwas zu voll werden. Oder eine andere Variante ist, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Rad, das kann ich ja in ganz vielen verschiedenen Projekten brauchen, dass ich mir so ein Fundus, eine Sammlung von Komponenten erstelle, die ich immer wieder verwenden kann, die ich aber nicht in einzelnen Projekten habe, sondern die ich separat modelliert habe und dann einfach in die Konstruktionen einfüge, wo ich sie gerade brauche. Das war nun also ein kleines, kurzes Video. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.